hätte nie gedacht, dass Blumenpflanzen so viel Spaß macht. Nun, das liegt daran, dass alles bei deiner Oma Spaß macht. Und jetzt setz dich aufs Bett. Wer arbeitet, der hat auch ein Recht darauf, sich auszuruhen. Wenn du magst, erzähle ich dir dann die Geschichte von Dragonina Esmeraldina weiter. Na, was hältst du davon? Oh ja, gerne. Kommt denn jetzt endlich die Stelle, wo Dragonina auftaucht? Das dauert noch ein bisschen, aber ich verspreche dir, dass sie heute noch in der Geschichte auftauchen wird. Na dann bin ich mal gespannt. Wir haben also nun kein Druckmittel mehr. Weil dieser blöde Drache meint, sich in Stein verwandeln zu müssen, um der Pein zu entgehen? Das wüsste ich aber. Dann werden jetzt andere Seilen aufgezogen. Wir rotten die Drachen einfach aus. Endgültig. Wir machen den Drachenberg nun drachenfrei. Mit Gewalt und unverzüglich. Da will ich aber nicht mehr mitmachen. Halt! Du wirst genauso das Blut der Drachen an deinen Fingern kleben haben, wie dein Vater und ich. Aber warum? Warum nur? Zum Wohle von Smiromir, zum Wohle von Bras. Nein! Bitte! Verlang nicht so etwas von mir. Gibt es denn keine andere Möglichkeit, die Drachen zu strafen? Drachen sind doch so unbeschreiblich faszinierend, toll und mächtig. Eben, genau das macht sie ja so gefährlich. Und ich lasse mir auch nicht mehr von ein paar zu groß geratenen Echsen, die zufällig fliegen können, auf der Nase rumtanzen. Sorge dafür, dass sich Männer bereit erklären, mit Waffen und Fackeln sich dir anzuschließen. Hinauf auf den Drachenberg, zerstört alles, was dort noch an Drachen erinnert. Einschließlich der Drachen. Und wenn noch andere Missgeburten wie Einhörner, Mordteufel oder Kobolden meinen, sich auf die Seite der Drachen schlagen zu müssen, haben diese auch getötet zu werden. Unsere nächste Generation darf niemals erfahren, dass es mal sowas wie Drachen gab. Wenn sie davon hören, müssen sie es für Märchen halten. Verstanden? Ich will aus Smiromir, nein, aus ganz Bras, eine drachenfreie Welt machen. Die ganze Welt soll sehen, dass ich mächtiger bin als irgendwelche schuppigen Ungeheuer. Also gut, mein König. Wenn es wirklich nicht anders geht, werde ich natürlich das tun, was ihr von mir verlangt. Na also. Es geht doch. So langsam fängst du ja doch an, wie ein richtiger König zu denken. Also wie ich. Wenn das der Weg ist, um ein guter König zu werden, dann will ich ihn gehen. Mit euch und meinem Vater als Vorbilder. Gut so. Und jetzt geh von dannen. Sehr wohl. Na, da bin ich jetzt aber mal gespannt, wie die Geschichte ausgeht. Ich, als der erste König, der gegen Drachen kämpft. Oder kämpfen lässt, ist ja praktisch dasselbe. Nur, was wird nach dem Tod der Drachen sein? Wird die Welt immer noch die sein, die ich kenne? Dass es so weit kommen sollte, ahnten die Drachen. Und so schmiedeten sie einen Notfallplan, den sie noch in derselben Nacht ausführten. Los, komm! Aber sei leise. Die Menschen dürfen nicht mitbekommen, dass wir hier sind. Irgendwas Schlimmes muss mit Schlowenzikwai geschehen sein, sonst wäre er längst wieder zurück.
Oh Schreck, da ist er ja, ganz aus Stein. Nanu, sollte heute Nacht nicht noch eine Versammlung hier auf dem Drachenberg abgehalten werden? Eine Versammlung aller Wesen, die am Monskaronis leben? Wieso bin ich denn hier die Einzige? Ist etwa noch keiner da? Oder bin ich etwa die Erste? Keiner? Bin ich etwa keiner? Ah, Mulmo, Nan, wie geht's dir? Hat es sich ja gut getarnt. Schlecht geht's mir. Wieso? Was ist denn los? Sag bloß, du kennst dich den Grund für das heutige Treffen, Beate. König Hauke und Prinz Gick werden zu gefährlich für uns. Das ist ja schrecklich. Was ist denn aus der Verhandlung mit Schlowenzikwai geworden? Die Verhandlung mit Schlowenzikwai ist gescheitert. Und nun ist Schlowenzikwai ein versteinerter Drache. Ich will mir gar nicht vorstellen, was uns die Zukunft noch alles bescheren könnte. Ich habe wirklich Angst. Hammer. Und du als Mordteufel? Das ist echt mies. Wollen wir hoffen, dass dem Drachen etwas einfällt? Ja, hoffentlich. Sonst können wir bald alle unser Testament schreiben. Und ich kann noch nicht einmal schreiben. Es ist einfach nur noch ein einziger Albtraum, aus dem ich schnellstmöglich erwachen will. Ja, tut mir leid. Bis jetzt hat mir noch niemand das Schreiben beigebracht. Kannst du überhaupt schreiben, Mulmo? Hä? Was meinst du, Beate? Ach, du redest gar nicht vom Schreiben? Na dann lass mal unsere Freunde begrüßen, die gerade ankommen. Gute Idee. Dann mach auch mal einen Platz, du dickes Pony. Einhorn. Ich bin nicht dick. Ja, tut mir leid. So wurde es ein enormes Gedränge. Alles wirrte, schnaubte und brüllte durcheinander. Bitte, meine Freunde, beruhigt euch. Ich weiß selber, dass wir in einer schlimmen Lage sind. Unser Freund und Anführer, der weiseste aller Drachen, unser Schlowenzikwai, weilt nicht mehr unter uns. Er wurde von König Hauke und Prinz Gick gefangen genommen und verwandelte sich zu Stein, um weiterer Pein zu entgehen. Vor wenigen Stunden haben meine Frau und ich unseren versteinerten Anführer gefunden und hier hinter mir auf den Drachenberg gebracht. Er soll nicht bei den Menschen stehen, doch König Hauke hat nun alle Menschen zur Drachenjagd aufgefordert. Auch Wesen, die einfach nur zu uns Drachen halten, werden nun gejagt. Viele Leute folgen seiner Forderung. Allen voran Prinz Gick mit einigen Männern aus dem Volk. Wie soll unser Leben bloß weitergehen? Die Menschen sind schlecht geworden und wollen wohl nur noch für das Böse kämpfen. Wenn wir kämpfen, können wir verlieren. Doch wenn wir nicht kämpfen, haben wir schon längst verloren. Anscheinend glauben die Menschen, wir seien Monster. Nun, wenn sie Monster wollen, dann sollen sie auch Monster bekommen. Des Friedens willen. Ich frage euch, meine Freunde, was haben wir nicht alles für die Menschen getan? Wir waren fast wie Schutzengel auf Erden für sie. Wir haben ihnen geholfen, ihnen den Trost gespendet, ihnen das Leben erleichtert und so manch Kranken durch unser Wissen über Pflanzen geheilt. All die Jahre waren wir für sie da und jetzt soll der Tod unser Lohn dafür sein? Nein, das lasse ich nicht zu und ihr solltet es auch nicht. Ich sage euch, es gibt nur eine Lösung, nieder mit den Menschen. Feuer kann nur mit Feuer bekämpft werden. Wir sollten die Stunde nutzen und beratschlagen, wie wir die Menschen am besten besiegen könnten. Die Menschen glauben, wir seien schwach. Vielleicht haben sie auch recht und wir sind wirklich schwach. Aber sie sind schwächer. Wir werden als Krieger in die Schlacht ziehen. Doch wir werden auch als Sieger hervorgehen. Für den Frieden, meine Freunde, für den Frieden auf Bras. Könnt ihr alle denn keine vernünftige Entscheidung treffen?
Ich sage euch, was der beste Weg für euch wäre. Verlasst Mars. Verlasst diesen Kontinent mit all seinen menschlichen Geschöpfen. Hier findet ihr keine Zukunft. Zieht hinaus über das Meer. Allzeit nach Süden. Dort wartet auf euch ein Ort, den keines Menschen Fuß je betreten hat. Sagt euch nicht, alles wird so sein, wie ich es sage. Damit schwieg Schlowenzi Quai endgültig. Die Tiere sahen sich betreten an. Auch die weisen Alten konnten dem nichts erwidern. So ward es beschlossen. Am nächsten Tag wanderten sie über Land und Fluss der südlichen Küste zu. Egal, welcher seltenen Art sie angehörten, alle begaben sich auf die Reise. Die Menschen in den Städten starrten ihnen nach. Erst jetzt erkannten sie den großen Verlust. Ich bin gespannt, wie viele von diesen Monstern schon den Tod gefunden haben. Ich denke mal, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Nachricht über den Tod der ersten Drachen an mein Ohr kommt. Aber Nano, Kick, was machst du denn schon bei mir? Ich hoffe, du bringst frohe Kunde. Nun, wie man es nimmt. Wie man es nimmt? Erzähl! Die Drachen und die Wesen, die zu ihnen hielten, sind über das Meer entkommen. Und damit haben sie Bras verlassen. Was? Diese Viecher haben es gewagt, Bras zu verlassen. Ich wollte nicht, dass sie flüchten, sondern dass sie getötet werden. Aber sei es drum. Hauptsache, wir haben den Krieg gewonnen und wurden sie los. Das ist das Wichtigste, nicht wahr?